So, wir sind zurück mit Bioshock 2. Wir haben letztens diesen Priester besiegt hier. Ich habe dabei noch diese eine Little Sister gerettet. Und ja, dann jetzt diesen Schalter drücken. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Lärm überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein. Scheiße. Zum Dionysus Park. Beeil dich. Das ist nicht gut. Aber wie so oft gibt es ja kein Zeitlimit. Ich denke mal, wir werden uns beeilen können. Müssen aber nicht. Dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser beste. Mann. Oh, was? Oh, bin gleich wieder da. So, bin wieder zurück. Warum kann ich. Ah, volle Munition. Wenn mich ein was stört an diesem Spiel, dann ist es bis jetzt diese verdammte Menüführung. Also da muss dringend was geändert werden. Dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser Weil bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Ich muss da weiterreden. Das ist unsere Existenz. Weil das nervt mich richtig hier. Ich habe einmal auf Escape gedrückt, wollte eigentlich nur. Ich weiß nicht selbst gar nicht, warum ich auf Escape gedrückt habe. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht mal warum, aber. Normalerweise sollte man da ja eigentlich erwarten können, dass man irgendwie speichern kann jetzt, einen neuen Save State machen. Oh. Ah, was? Also das pisst mich schon an hier. Wow, jetzt hängt er dort rum und ich kann ihn nicht holen. Naja. Was soll's? Also dieses Menü ist wirklich, ich weiß nicht warum, ob das bloß bei mir so ist. Aber es nervt mich richtig. Das sind so Kleinigkeiten an dem Spiel. Die nerven mich richtig, wie gesagt. Und das ist mir jetzt schon das dritte Mal passiert. Weil das darf nicht passieren bei so einem Spiel. In die Schnauze. Okay. So viel zum Thema Little Sisters nicht retten. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du allein unter den Toten. Mir geht's gut. So. Also das nervt mich richtig, wie gesagt. Ich drücke auf Escape und will einfach nur mein Spiel speichern. Und was passiert? Man kann nicht speichern, man landet einfach im Hauptmenü. Aus irgendeinem Grund. Kann nur noch auf Weiter drücken oder auf Beenden. Und ja, wenn man auf Weiter drückt, letzten Spielstand. Oh, wieder eine hässliche Big Sister, ey. Oh. Wenn ich jetzt eine Big Sister besiegen muss, dann gute Nacht. Ich hab. Ehrlich gesagt, die Schnauze von solchen Kämpfen schon jetzt voll. Aber naja. So, Wasser ablassen. Die Wassereffekte sind richtig cool in dem Spiel. So. Dionysus Park. Es kommt Splicer angerannt, wenn du eine Little Sister zum Sammeln absetzt. Bereite dich darauf vor und stelle Fallen und Sicherheitselemente zu deinem Vorteil ein. Ja, das habe ich leider vergessen. Ich habe zwar ein paar Fallen hingebaut. Schwierigen Hack abzukaufen, indem du B während des Hacken drückst. So, speichern.
Jetzt kann er meinetwegen auch wieder ins normale Menü zurückkehren. Der Spark gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. So, jetzt erscheint normalerweise Fortsetzen und Speichern und alles, wenn ich jetzt auf Escape drücke. Allerdings manchmal nicht. Manchmal würde mich eigentlich ins Hauptmenü gleich zurückführen. Und ja, kann ich jetzt hier eigentlich ein paar was machen? Feuersturm und Hackers Delight. Also was ich nicht brauche. Du bewegst dich etwas schneller. Ich fände es cool, wenn er mir das vorher sagen könnte, was ich mache. Du bewegst dich etwas leck mich jetzt hier. Ja, ich bin gesagt, egal was ich hier habe. Zumindest im Moment. Mich hatte jemand gefragt, ob man das als Horrorspiel bezeichnen kann hier. Ich bin schon ein paar Stellen dabei, wo man sagen kann, ja, man erschreckt sich mal. Und von irgendwelchen Gegnern, die zum Beispiel plötzlich auftauchen. Aber ich würde es nicht als Horrorspiel bezeichnen. Ist eben ein abgefahrenes Setting, muss ich sagen. Was anderes wie Zweiter Weltkrieg oder Science Fiction. So, Nieden können wir keine mitnehmen, Schrot auch nicht. Ich habe noch einige Munitionsorten, die ich nie benutze. Soll ich vielleicht mal machen? Naja. So, hacken. Das war nicht gut. Mann, lass mich vorbei. Warum komme ich hier nicht durch? Ah. Ja, Land. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist dieser scheiß Ausschalter hin? Gibt's einen Ausschalter? Ich muss erstmal den Alarm am besten ausmachen. Oh, das nervt. So, als nächstes sind hier irgendwo Viecher. Okay, tot. Wahrscheinlich ist hier. Wow. Was ist das für ein Vieh? Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Volk, unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. So. Schau ich erstmal, was ich hier verpasst habe. Unsichtbarer. Ja, das wird immer lustiger hier. Verbandskasten. Na, eine Eve-Spritze nehmen wir mal mit. Ja, ein bisschen Munition. So. Und dann werden wir uns mal hier rein bewegen. Also, ich muss jetzt schon sagen, also als Bioshock 1 Kenner ist nicht viel Neues. Neue Levels eben. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Ranchers. Ich habe Wales was verzapft, von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk rein Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird dir nicht gefallen. Ja, Stanley.